Mailchimp. Mich interessiert es immer, an wen eine Mail geschrieben wurde. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich habe hier eine Mail erhalten von einer Irma. Irma schreibt diese Mail an Irma, also sich selber. Ich erhalte die Mail und mich soll das interessieren. Das ist doch irgendwie komisch. Oder hier. Ich habe hier eine Mail erhalten von Salon Booking System an was? Komisch. Also das ist noch viel komischer. Also hier diese Anzelle, die ist wichtig und die soll doch persönlich sein. Hier soll doch drin stehen an Pirmin Lehnherr oder eine Mailadresse. Einfach hier muss was drin stehen, das Sinn macht. Ich zeige, wie man das macht in Mailchimp. Ich bin hier bei Mailchimp angemeldet. Ich gehe zu Kampagnen. Bei Kampagnen zu allen Kampagnen und hier habe ich einen Entwurf eines Newsletters, also einer Kampagne. Ich öffne diese Kampagne, also klick darauf, dann erscheint zuerst dieses Fenster hier. Hier steht auch bereits, Ihr To-Feld ist noch nicht personifiziert. Also klicken wir hinten drauf, wir editieren die Empfänger. Und hier kann ich nun das To-Feld, also an wen diese Mail geht, personifizieren. Ich klicke hier drauf. Es erscheint hier eine weitere Auswahl. Please select, also wähle aus. Und hier bestimme ich Folgendes. Also First Name and Last Name, genau, Pirmin und Lehner, das ist genau das Richtige. Und wenn ich diesen Newsletter dann einmal kopieren sollte und wiederverwenden sollte, dann ist das hier bereits drin. Noch speichern. Und jetzt sehe ich hier, jetzt ist es personifiziert. Es wird dann dort stehen, an wen diese Mail geht. Das war's.